sind's wieder, eure Francis. Ich hatte kürzlich Geburtstag und habe zum Geburtstag einen schwarzen Aquarellblock geschenkt bekommen. Sehr spannend. Passende Pinsel von der Firma Van Gogh. Auch der Block ist von Van Gogh. Und dazu habe ich mir, weil ich das auch schon immer mal ausprobieren wollte, Horadam Gouache gekauft. Und diese Gouache-Farben, bin ja ein Schminke-Fan, sieht man ja, habe ja die anderen Farben auch alle von Schminke, Aquarellfarben und auch meine Acrylfarben sind überwiegend Schminke und Lukas. Und ja, ich habe gedacht, ihr kennt mich ja, ich kaufe lieber Gleichqualität. Und damit das Ganze auch Spaß macht und die Bilder hinterher schön aussehen und vielleicht sogar, wenn was Tolles bei rauskommt, man etwas verkaufen kann, wäre natürlich toll. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Ich habe noch nie mit Gouache gemalt. Auch das machen wir heute zum ersten Mal zusammen. Ich freue mich. So, dann wollen wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Das ist der Schminke Horadam Gouache, feinste Künstler Gouache Kasten. Da sind 10 x 15 ml drin. Klingt erstmal wenig, aber ich finde, die Tuben sind recht groß dafür, dass man, ich habe ja noch Einzeltuben gekauft, deswegen konnte ich das schon sehen, dafür, dass man die ja auch doll verdünnt zum Teil. Ja, hier habe ich nochmal extra Titanweiß bestellt. Ich habe nochmal ein Schwarz bestellt. Oder Elfenbeinschwarz und das Umbra gebrannt habe ich mir auch noch mal bestellt. Ist so eine Farbe, die braucht man doch mal öfter. Und hier sieht man die Farben, die drin sind. Titanweiß, Zitronengelb, Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Krapplack dunkel, Ultramarin dunkel, Heliogrün bläulich, Titan Goldocker, Sienna gebrannt, Elfenbeinschwarz. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt ausgerechnet Elfenbeinschwarz noch mal extra, aber gut, okay. Irgendwas hatte ich vor. Ich weiß nicht mehr was. So, der Kasten ist genauso wie die Aquarellkästen gemacht. Ich sehe da jetzt von außen erstmal nicht so einen ganz großen Unterschied, aber da, dort sind die Tuben. Schöner großer Kasten. Hier die Vertiefung zum Mischen. Hier eine Ablage für einen Pinsel. Ja, hübsch gemacht. Die Marke Van Gogh kenne ich jetzt noch nicht, deshalb bin ich da echt mal gespannt. Das ist auf jeden Fall eine Synthetikfaser, die soll man auch für die Gouache nehmen. Man soll da keine Aquarellpinsel nehmen, weil die Aquarellpinsel zu viel Wasser halten und das ist bei Gouache nicht erwünscht. Die Pinsel sehen schon mal sehr gut aus. Und dann müssen wir gleich mal schauen, ob die sich auch so gut verhalten, wie sie aussehen. Das ist ein 12er, ein 8er, ein 4er. Damit kann man eigentlich schon gut was anfangen mit diesen Größen. So, und hier kommen wir zu dem schwarzen Watercolor-Papier. Das sind 12 Blätter mit 360 Gramm, das ist ordentlich. Das ist Größe A4 und das ist Van Gogh. Ach so, Van Gogh ist Royal Talents. Jetzt sehe ich das erst. Hier steht's. So. Schade ist, dass der jetzt nur an einer Seite geleimt ist. Das heißt, wir müssen ihn wieder irgendwo aufziehen. Aber das Papier ist echt super dick. Hier schön strukturiert. Also ich könnte mir vorstellen, das gibt schöne Effekte. Hinten drauf nicht ganz so doll, aber wir brauchen ja auch nur die Vorderseite. Dann legen wir mal los. So ihr Lieben, jetzt habe ich auch wieder mein Mikrofon angesteckt. Habe ich natürlich am Anfang wieder vergessen. Dann ist der Ton ein bisschen schöner. Jetzt wollen wir erstmal uns die Farben angucken.
Schwarz braucht man eigentlich nicht. Ich hatte mir im Vorfeld schon ein paar Synthetikpinsel bestellt, weil so welche hatte ich noch gar nicht. Das war auch schon so mit dem Gedanken wegen der Gouache-Malerei. Das sind von Da Vinci, der Top Acryl. Der hat auch Synthetikfasern. Wie gesagt, das ist bei Gouache anscheinend das Beste. So, jetzt nehmen wir mal den 6er. Und gucken erstmal, wie die Farben auf dem Schwarz so wirken. Mal schauen, wie das aussieht, wenn es trocken ist, aber ich finde, man kann die Farben schon ganz gut sehen und wie es schon zum Teil so ein bisschen aufgetrocknet aussieht, ist auch ein interessanter Look, finde ich. Woran ich mich allerdings gewöhnen muss, ist der Grad der Verdünnung und aber auch die Pinsel, denn die sind echt sehr steif im Gegensatz zu Aquarellpinseln, so wie man das gewöhnt ist. Wir probieren auch gleich die anderen aus, dafür haben wir sie ja auch da. Und ja, aber ich finde die Farben schon extrem gut deckend. Es ist halt zumindest vom Look her so ein Zwischending zwischen Acryl und Aquarell. Allerdings sind Gouache-Farben ja wasserlöslich, das heißt, selbst wenn sie getrocknet sind, kann man sie immer wieder anlösen. Das heißt, ein fertiges Bild müsste man dann fixieren, damit die Bilder nicht durch Feuchtigkeit oder ähnliches nochmal angelöst werden könnten. Finde ich natürlich auch interessant, weil meistens ist ja so, wenn man ein Bild fertig hat, hat man es fertig und dann ist mit Verbessern nichts. Auch verhält sich Gouache ein bisschen anders. Also wenn man zum Beispiel bei Aquarell nass in nass arbeitet und dann so mit Tropfen und diesen Wasser- und Farbverlauf, das macht Gouache nicht. So, neues Wasser habe ich geholt, Farben sind noch da und ich lege jetzt mal los. Jetzt nehme ich mal den etwas kleineren, den 8er Pinsel und ich versuche mal eine so ein bisschen abstrakte Blumenvase zu machen. Das ist ja im Moment gerade so das, was ich ganz gerne mache. Dazu muss ich auch Farben mischen, da bin ich mal gespannt, wie das mit Gouache funktioniert. Also, wie ihr seht, macht es Sinn, die Farben, speziell natürlich auch hier für den schwarzen Untergrund, mit Weiß bzw. ja doch Weiß zu mischen. Deswegen sagen auch andere YouTuber, man sollte auf jeden Fall viel Weiß haben, denn das macht die Farben hier so speziell sehr deckend. Ich habe es jetzt ja nur auf Schwarz ausprobiert. Ich habe mir gleich die schwerere Variante gewählt, als wenn ich es auf weißem Papier gemacht hätte. Denn man sieht ja, dass Gelb, normalerweise macht man bei Gouache ruhig erstmal dünnere Lasuren, so als Untergrund und geht dann nochmal und nochmal drüber.
ihr Lieben, das Bild ist natürlich noch nicht fertig, aber ich wollte euch auch erstmal nur zeigen, wie die Gouache aussehen kann. Kurzes Fazit, ich finde die Farben super toll, sie leuchten. Auf schwarzem Papier muss man viel Weiß untermischen, oder nicht viel Weiß, aber man muss Weiß untermischen, damit es richtig zur Geltung kommt, finde ich aber schön. Also man kann die Farben auch 1:1 aufmalen, aber mit dem Weiß bekommt es nochmal eine andere Farbe, einen anderen Look. Ja, fürs erste Mal nicht schlecht. Auf Weiß probiere ich es natürlich auch noch aus und werde sicherlich einiges damit malen. Was ich wirklich gut finde, ist, ihr könnt Aquarellpapier nehmen, ihr braucht kein spezielles Papier. Ich denke auch, ihr müsst es gar nicht mal unbedingt aufspannen, weil man doch mit weniger Wasser arbeitet als wie bei Aquarell. Da ist ja dann doch das Papier oft ziemlich durchnässt. Also ihr seht jetzt hier dieses ziemlich dicke Papier, dem macht es gar nichts beim Malen. Das wälzt sich zwar schon leicht, aber stört überhaupt nicht beim Malen. Und ja, wichtig ist Synthetikpinsel, damit nicht zu viel Wasser gehalten wird. Wichtig ist viel Weiß, halt. Titanweiß zum Mischen. Das erzählen auch andere YouTuber. Und ich denke, mit den Horadam-Farben seid ihr echt gut bedient. Ihr seht ja, tolle leuchtende Farben. Kauft nicht zu billig, sonst seid ihr enttäuscht und kauft zweimal. Das kann man sich ersparen. Dann lieber kleines Sortiment anfangen, mischen. Ihr habt ja gesehen, man kann alles super gut untereinander mischen. Kriegt trotzdem gute und keine matschigen Farben hin. Also zum Austesten, Ausprobieren, kleines Sortiment kaufen, gute Farben kaufen, Synthetikpinsel, Aquarellpapier, Wasser hat man da. Legt los, habt Spaß, schickt mir eure Erfahrungen, wenn ihr noch was zu ergänzen habt, gerne in die Kommentare, und ich freue mich über einen Daumen hoch. Ach ja, ich habe es noch vergessen, euch zu sagen, wie die Pinsel waren. Also, diese Pinsel von der Firma Royal Talents Van Gogh kann ich nur empfehlen. Also ich fand eben das Malen damit wunderbar, die Spitze bleibt extrem gut erhalten beim Malen. Die Pinsel sind für die Gouache optimal, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie zu viel Wasser oder zu viel Farbe aufnehmen oder zu wenig. Wie gesagt, man kann mit der Spitze, die ist ja echt fein, vielleicht eher so, super Effekte erzielen. Ich kriege es leider nicht scharf auf die Nähe. Nein, okay. Ja, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich weiß nicht, was sie kosten, da sie ein Geschenk waren, aber ihr findet es heraus, beziehungsweise ich finde es heraus. Und natürlich gibt es alles, was ich hier heute benutzt habe, wie immer in der Infobox verlinkt, damit ihr das ganz leicht finden könnt. Oder eben direkt auf Gerstecker schauen und dann findet ihr das mit Sicherheit. Ja, und vergesst nicht meinen Daumen hoch. Ich freue mich über jedes Like, über jedes Kommentar und über jeden Tipp und eure Erfahrung. Bis zum nächsten Video, nächste Woche Freitag. Schönes Wochenende. Tschüss.